Hallo und herzlich willkommen bei Studio Selbsthilfe. Heute sind wir zu Gast bei Barbara Schulte, mit mir im Gespräch von der Schilddrüsenliga Deutschland e.V. Der zweite Teil unseres Interviews. Wir haben jetzt ja schon im ersten Teil ein bisschen über die Liga und über die Schilddrüse an sich erfahren. Vielleicht nochmal ganz speziell, was hat sich denn in den letzten 20 Jahren am Wissensstand in Deutschland, bei deutschen Ärzten oder weltweit in Bezug auf Schilddrüsenerkrankungen geändert? Ja, sagen wir mal, es werden natürlich Studien gemacht, aber die werden eher über die Schilddrüsenkrebsarten gemacht. Ansonsten laufen nicht allzu viele Studien, oder sagen wir mal so, ich höre jedenfalls nichts davon, weil unseren wissenschaftlichen Beirat muss ich auch mal immer treten, um Beiträge für die Mitgliederzeitschrift zu bekommen, ne? Aber ich denke, bei der Schilddrüsenliga ist es so, dass wir unsere ganzen Broschüren, die wir haben, schon aussagekräftig sind. Wir sind internetmäßig, Facebook, Instagram. Dann haben wir alle unsere Gruppen. Wir haben, glaube ich, im Moment 25 Gruppen in ganz Deutschland, die vernünftig informieren, von uns auch Materialien bekommen können. Das läuft eigentlich ziemlich gut. Was bei Ärzten, wie gesagt, nicht so gut läuft, man hört dem Betroffenen nicht so gerne zu. Und das ist für die Betroffenen schlecht, weil wenn die wirklich bei mir anrufen oder auch einen Brief schreiben und ich die Frage bekomme, warum sagt mir der Arzt das nicht? Ich sage, keine Ahnung, sage ich, müssen Sie ihn fragen. Ich sage aber, ich kann Ihnen Ihre Fragen beantworten. Und so läuft es halt bei jeder Gruppe mit Telefonaten oder auch in der Gruppe selber. Die Leute müssen in der Gruppe halt nur Papiere mitbringen, wo ich schon mal sehe, wie sind die Laborwerte. Weil ohne Laborwerte kann ich nicht sagen, ob jemand richtig eingestellt ist. Ne? Da hapert es manchmal dran, aber dann rufen die halt eine Woche später an, haben die Unterlagen und dann können wir loslegen. Sie hatten die Broschüren erwähnt und das Informationsmaterial. Was haben Sie denn für Broschüren schon produziert oder was verteilen Sie denn so in der Regel? Also wir haben Infoblätter, wir haben Karten, die wir in Apotheken und überall, wo wir sie auslegen können, auslegen, sodass die Leute wissen, dass es uns gibt. Facebook, wie gesagt, Instagram haben wir, heute die Sendung trägt da wieder zu bei. Oder auch damals die Sendung Planet Wissen oder wenn Zeitungsredakteure sich an uns wenden. Haben Sie Erfolg, wenn Sie sagen, wo Sie die Flyer auslegen können? Wie sieht es da aus in Arztpraxen? Keinen so großen Erfolg, außer der Arzt verlangt selber Broschüren, die er auslegen möchte. Weil da sehe ich dann einen Arzt, der eher auf eine Zusammenarbeit aus ist. Ansonsten wissen wir nicht, wenn wir mal da und da 50 Broschüren hinschicken, wo die landen. Ob die wirklich beim Patienten landen oder der Arzt denkt, nee, so was lege ich nicht aus, weil viele Ärzte mit einem mündigen Patienten umzugehen, klappt nicht so ganz. Sie sagten ja schon selbst, die Diagnose an sich zu stellen, ist nicht unbedingt schwierig. Und nicht unbedingt teuer. Der klassische Weg, wie eine Diagnose gestellt wird, ist, dass der Arzt hört zu und schaut sich den Patienten an und denkt, das könnte was sein und nimmt daraufhin mal eine Blutprobe und untersucht es auf die Schilddrüse. Oder ist es eher so, dass es als Beifang bei ganz normalen Blutuntersuchungen festgestellt wird? Also bei den Internisten, wenn da jemand sagt, ich habe ein Druckgefühl im Hals oder so, der tastet erstmal die Schilddrüse ab, ob er Knoten tastet. Wenn er die nicht tastet, macht er einmal drei Schilddrüsenwerte. Das ist das FT3, das ist das aktive Hormon. Das FT4, das ist das Thyroxin, was wir schlucken. Und der TSH-Wert sagt aus, wie die Einstellung ist. Wenn der natürlich verändert ist, muss er weiter reagieren. Also normalerweise, wenn der TSH-Wert hoch ist und man spricht von einer Unterfunktion, müsste er eigentlich mal Antikörperbestimmungen machen. Aber da fängt der Ärger schon an. Weil die Krankenkassen auch vorschreiben, für eine Erkrankung der Schilddrüse darf man nur zwei Antikörper bestimmen. Dann machen die TPO und TRAC-Werte. TPO steht für die Hashimoto. Die TRAC-Werte stehen für den Morbus Basedow. Es fehlt aber dann ein Hashimoto-Wert noch, und zwar die TAK. Weil der Arzt darf es nicht machen. Der Arzt sagt aber auch nicht im nächsten Quartal, den Wert müssen wir jetzt aber noch machen, ne? Wenn TPO negativ war.
Weil oftmals sind es die TPO, dann mal die TAK oder wie auch immer. Und das ist vielfach ein Problem. Und wenn eine Patientin zum Arzt kommt, weil ich ihr gesagt habe, lassen Sie das Vitamin B12 mal testen, kann ich nicht machen, zahlt die Krankenkasse nicht. Vielfach sage ich auch so, wenn mir eine Patientin am Telefon schon sagt, ich komme mit meinem Arzt überhaupt nicht gut zurecht. Ich sage, dann suchen Sie sich ein Labor, lassen den Wert da bestimmen. Ich sage, der ist nicht so teuer. Und wenn Sie dann einen Befund da haben, dass Sie unterhalb des Normbereichs sind, können Sie mit Ihrem Arzt ganz anders reden. Ja, anders geht's nicht. Es ist Druck, aber anders geht's nicht. Wie viele Menschen wissen denn, dass man sich auch selbst ein Labor suchen kann, um einen Wert zu bestimmen? Auch nicht viele. Ich meine, ich setze die Ärzte auch nicht gerne unter Druck. Aber es geht um den Patienten. Wenn Sie da einen B12-Mangel nicht entdecken, läuft er irgendwann mit einer Polyneuropathie rum. Die Kopfnerven sind am Ende so ungefähr. Ne? Das muss nicht sein. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es werden zwei Werte dürfen bestimmt werden. Liegt es daran, dass das in der Regel die häufigsten Arten sind der Schilddrüsenerkrankungen? Oder was ist denn die häufigste Art von Schilddrüsenerkrankungen? Also sagen wir mal so, Hashimoto, Basedow und Knoten. Das ist das, was am besten läuft. Ne? Bei der Hashimoto haben wir viele Betroffene durch die Vererbung. Basedow haben wir heutzutage nicht mehr so viele Betroffene. Aber kalte Knoten, die laufen uns auch nach bei der Eltern. Und es betrifft tatsächlich, wenn Sie schon gesagt haben, also 40 Millionen haben Sie gesagt, Betroffene schätzen Sie einfach mal. Und das geht im Prinzip los vom Kleinkindalter. Es gibt ja auch Kinder, die ohne Schilddrüse geboren werden. Ne? Mhm. Die müssen natürlich auch sofort Thyroxin nehmen. Das sehen die Ärzte, wenn die das Fersenblut nehmen und der TSH-Wert bei 500 oder so ist. Mhm. Dann wissen die ganz genau, bei dem Kind ist keine Schilddrüse angelegt worden. Das gibt's auch. Ist es häufig oder ist es? Nee, so häufig nicht. Aber es kommt halt vor. Ne? Prozentzahlen kenne ich jetzt dazu nicht. Ne? Nochmal gut zu wissen, warum Fersenblut genommen wird. Zum Beispiel. Ja. Was würden Sie denn jetzt mal, abgesehen von dem Fersenblut und dem Kind, jemanden raten, der beliebiges Alter oder vielleicht ändert sich das ja auch, kommt es ja auch aufs Alter an, der eben vom Arzt eine Diagnose bekommen hat, dass er eben eine Schilddrüsenerkrankung hat? Da kommt es drauf an, wenn es die Hashimoto zum Beispiel ist, muss man halt nur schauen, ist jemand schon in der Unterfunktion und braucht Thyroxin oder nicht. Beim Basedow genauso, hat er eine Überfunktion, obwohl das der Arzt wahrscheinlich ganz schnell merkt, weil das merkt man schneller. Bei Knoten muss man erstmal gucken, wie groß sind die. Ab einem Zentimeter kann der Nuklearmediziner eine Szintigraphie veranlassen, womit man sehen kann, kalter Knoten, heißer Knoten. Und das wird farblich aufgezeigt. Ein heißer Knoten ist natürlich rot. Ein kalter Knoten ist eher kaltblau oder so. Wenn Sie vielleicht noch den Unterschied erklären würden, was bedeutet es, einen heißen Knoten oder einen kalten Knoten zu haben? Ein kalter Knoten kann zu 6-7% bösartig sein. Ein heißer Knoten bringt jemanden in die Überfunktion, wo man dann reagieren muss. Und beim kalten Knoten kann man zum Beispiel noch eine Punktion machen, um rauszufinden, ist das ein bösartiger Knoten. Es gibt nuklearmedizinische Untersuchungen, die aufzeigen können, es ist eher bösartig. Aber vielfach werden Knoten schon operiert, die vielleicht nicht operiert werden müssten. Wobei ich sage, wenn ich jetzt einen 70-Jährigen am Telefon habe, der einen kalten Knoten hat, den schicke ich auch nicht mehr zur Operation. Weil da ist die Narkose gefährlicher, als dass der Knoten gerade mal bösartig ist. Welche Aufklärung ist, finden Sie persönlich besonders wichtig oder worauf muss man besonders achten bei der Aufklärung? Wenn ich eine Schilddrüsenkrebspatientin zum Beispiel am Telefon habe, muss ich erstmal vorsichtig fragen, um rauszuhören, wie sie selber damit umgeht. Dann reden wir halt, wie ist der Tumormarker, was muss jetzt noch gemacht werden und all sowas. Und die Leute wissen ganz genau, wenn sie die nächsten Laboruntersuchungen haben, sie können sich wieder bei mir melden. Oder auch, wenn noch Fragen auftreten, sage ich immer, bitte anrufen. Das läuft eigentlich ganz gut. Und Aufklärungsarbeit im Sinne von Aufmerksamkeit schaffen für Schilddrüsenerkrankungen oder die Schilddrüse, damit die Leute eben auch wissen, es müssen nicht psychische Probleme sein, wenn ich irgendwie matt bin oder Gewicht zunehme, sondern dass es eben auch eine Schilddrüsenerkrankung sein kann. Genau. Wir haben ja vor Jahren schon mal einen Schilddrüsenpass erstellt. Der war aber so groß, dass man ihn nicht ins Portemonnaie bekam. Jetzt haben wir einen kleineren gemacht. Weil zum Beispiel, wenn Sie mit der Hashimoto ins Krankenhaus kommen, sind nicht mehr wach,
da muss der Arzt ja wissen, dass sie Thyroxin brauchen. Wenn sie irgendwie im Koma liegen oder so, dass sie Thyroxin brauchen. Und so kann man dann unseren Schilddrüsenpass im Portemonnaie haben, wo der Arzt sehen kann, oh, da hat jemand das und das, der braucht Schilddrüsenhormon. Ne, also wir haben auch mal so eine Art Checkkarte erstellen lassen, mit einem Stick dran, wo ich selber zum Beispiel Unterlagen draufgeladen habe, wenn ich ins Krankenhaus kommen sollte, können die den Stick einlesen und dann wissen die genau, was mit mir los ist. Also Sie sind praktisch der elektronischen Patientenakte weit voraus gewesen? So ungefähr, ja. Nur weil man muss sowas im Portemonnaie haben, damit der Arzt genau weiß, was braucht der Patient sowieso. Weil man sieht ja, wenn man solche Sendungen guckt, fragt der Arzt ja, was nimmt er für Medikamente? Und somit hat er es sofort vor sich liegen mit dem Schilddrüsenpass, das und das nimmt er. Andere Medikamente haben wir, glaube ich, auch drin stehen, die man angeben kann. Wie man anrufen soll, steht drin. Ne? Das wird auch schon ganz schön oft verlangt, weil er passt jetzt wirklich ins Portemonnaie. Aufklärung an Schulen oder für Eltern? Ist ein bisschen schlechter, wenn wir schon mal überlegt haben, dass wir mal in den Schulen Ultraschall der Schilddrüse anbieten. Das läuft nicht so einfach, weil wir müssen immer die Zustimmung der Eltern haben. Und dann steht die Frage im Raum, wer holt die ein, wir oder die Schule? Und dann kann ich nur sagen, wir nicht. Weil das schaffen wir mit einer Mitarbeiterin und so nicht. Aber wäre es sinnvoll? Sinnvoll wäre es schon, ja. Da müsste man also noch mehr tun, dass man nochmal auf Schilddrüsenerkrankungen oder die Wichtigkeit der Schilddrüse hinweist? Ja, so ist es, weil es bringt einer Frau nichts, die jetzt 46 ist, der zu sagen, ihre Symptome kommen von den Wechseljahren. Ja. Oder mit 35 können es ja nicht die Wechseljahre sein, dann ist es halt die Psyche. Und wenn man einmal auf irgendeinem Papier stehen hat, dass man psychisch krank ist, kriegen sie aus der Akte nicht wieder raus. Ne? Und da sind die Leute natürlich auch sauer drüber. Ne? Nur psychische Medikamente, die schon einer nimmt, da werde ich am Telefon nicht sagen, sie brauchen eine vernünftige Einstellung der Schilddrüse, lassen sie es weg, weil das darf man nicht. Ne? Die können eventuell reduzieren, aber das müssen sie mit ihrem Psychotherapeuten besprechen. Es könnte ja auch trotzdem eine psychische Erkrankung vorliegen. Das eine schließt das andere ja nicht aus, aber es ist, ist auf jeden Fall ein komplexes Zusammenspiel. Genau. Und man sollte alle Teile des Puzzles betrachten. Vielleicht sogar wird die psychische Erkrankung besser, wenn jemand einen vernünftigen TSH-Wert hat. Ne? Aber so denkt nicht unbedingt der Arzt. Das ist das Problem. Ne? Also mehr Aufklärung. Ja. Auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschauen für die Mediziner. Ja. Weniger googeln. Jo. Für die Patientinnen und Patienten. So ist es. Und nicht immer gleich denken, ich mache was falsch. Vielleicht hat das auch einfach organische Ursachen. Genau so. Das war eine gute Aussage. Gut, dann danke für Ihre wichtige Arbeit. Danke, dass wir hier sein durften. Danke weiterhin auch. Viel Erfolg und wir hören bestimmt voneinander. Okay, machen wir. Dankeschön. Dankeschön. Ja.